Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mal wieder mit einem neuen Mock auf dem Planeten Scarif. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder einen Mock, baue es auch, diesmal anders als die anderen Scarif-Mock, glaube ich mal, Scarif-Mocks, so, jetzt richtig wieder. Ja, diesmal Palmen sind richtig, also drei Palmen sind dabei. Wieso? Ich habe mir gedacht, ich habe die mir mal gekauft, also tue ich sie jetzt mal einbauen, mal schön einbauen. Habe sie ein bisschen noch verziert und das ist das Ergebnis. Das Mock ist mir eigentlich, also meiner Meinung nach, einigermaßen gut gelungen. Der Berg und die Landschaft, okay, dazu kommen wir gleich. Die Story ist, kennt ihr wahrscheinlich aus Rogue One, dass die Rebellen ja diesen Tower dort angreifen und hier werden sie gerade von zwei Rebellen werden gerade von drei Troopern, zwei Death Trooper und ein Scarif Trooper verfolgt und beschossen und darum fliehen sie hier in diesen kleinen Bunker in Anführungszeichen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf spezifische Details ein und ja, dann würde ich mal die Kameraposition ändern. Los geht's! Ja, hier seht ihr kurz von der Seite den Eingang, also hier sieht's aus, hier seht ihr, wie die zwei Figuren, also die zwei Rebellen reinlaufen. Hier seht ihr den Boden, den habe ich mit Fliesen und dunkelgrauen Fliesen verziert, damit es ein bisschen so älter ausschaut, weil der Bunker jetzt nicht der aktivste ist. Das seht ihr dann auch drin. Und ja, wir können ganz kurz hier mal ein bisschen mit der Kamera schwenken und dann seht ihr hier auch Death Trooper. Und den Scarif Trooper. Hier seht ihr, wir können mal rauszoomen. Da, das hier so eine, ja, wie so ein, wie sagt man das denn? Wie so ein Streifen, der die Wildnis entlang geht. Dann kommt hier der Sand, Dark Ten, und auf dem Berg kommt dann auch wieder Dark Ten. Ich habe mir gedacht, dass ich dort wieder diese, olivengrün Stalks, ist nächste Stalks, sind es Stalks, ja, Stalks, glaube ich, hinpacke und finde ich eigentlich ziemlich passend. Dann habe ich hier oben noch die dunkelgrauen Fliesen hingemacht, weil die noch ein bisschen zu den Felsen passen. Zum Felsen kommen wir gleich. Davor kommen wir nochmal ganz kurz hier. Seht ihr nochmal hier alles von vorne, wie es dann hier ausschaut. Dann können wir mal die Kamera nehmen, einfach hier hin wieder stellen, damit es wieder normal ist. Hier, da sind hier die zwei Palmen. Hoppla, da ist was abgefallen. So, ja, da fällt die ganze was ab. Das finde ich das Schlimme mit dem. Ihr seht dann hier, wenn man das ein bisschen nach rechts tut, dass hier dieser Eingang so noch in den Seiten ist. Das sieht man ziemlich stark. Aber passt eigentlich perfekt, finde ich, zu dem Berg dann auch, dass sie dann hier oben noch, hier oben, genau hier oben. Ich nehme einfach mal die Kamera ab, würde ich sagen. Wenn ich das schaffe. Yes. Hier. Hier seht ihr dann, dass hier oben dann noch ein bisschen vom Berg ist. Und hier ist der Berg auch noch, also da habe ich ein paar Details eingebaut, aber jetzt nicht die größten. Ich habe aber versucht, hier an der Seite, da könnt ihr sehen, habe ich versucht, mal so eine andere Technik zu machen. So habe ich hier so einen Felsen reingetan, habe den erstmal hingelegt und auf dem Felsen dann drauf gebaut. Und dann hoch mich drauf, mich ein bisschen, ja, die Baukunst vom Berg ein bisschen mal erneuert. Ja, jetzt kommen wir mal rein, würde ich sagen. Drehen einfach rum. Da ist nicht viel, da ist echt nicht viel. Da liegen nur Kisten rum, also stehen nur Kisten rum. Aber ich finde dieses Bild an sich ist schon geil. Das ist das Thumbnail auch. Und ja, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich finde auch die Figuren ziemlich geil. Schaut eigentlich ziemlich schön aus. Ja, kann man nicht viel sagen. Es sind halt noch die alten Kisten von früher da. Dann nochmal von oben den Berg anschauen. Yes. Und die Palmen auch nochmal ganz kurz. Ja,
Hier nochmal kurz oben alles. Ja, vielleicht mache ich noch ganz kurz eine Slideshow. Ihr habt ja am Anfang wahrscheinlich die Slideshow gesehen, aber jetzt mache ich noch eine Slideshow mit Bewegungen, damit es nur also mit den Videobewegungen ohne Fotos, nur mit Videos. Also, ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum Ende. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, mit einem netten Kommentar oder gleich auch mit einem Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut natürlich bei unserem Zweit- und Drittkanal Choose Things und Choose Rex vorbei. Da kommen jetzt auch langsam wieder Videos, also kamen ja vor kurzem auch Videos. Natürlich auf Instagram uns abchecken, MeisterChu und ChuChuSings sind wir sehr aktiv auf MeisterChu. ChuChuSings nicht so, aber auf MeisterChu sind wir sehr aktiv wegen dem aktuellen Brickfilm, den wir da machen. Also checkt uns da mal ab, schreibt uns gerne, wir sind immer da. Also, jetzt würde ich sagen, viel Spaß noch mit der kleinen Slideshow und ja, dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye! All I need was no change.